Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute hier zu einer weiteren Folge hier. Mein Singleplayer-Projekt hier. Nostalgie, ja. Rascha ist auch bald voll, ja. Haben wir einiges hier noch vor uns. Mal schauen, wie ich das am besten mache. Vielleicht schneide ich unten nachher in die Mitte mal rein. Fahre einmal durch. Ja. Das Feld ein bisschen kleiner machen. Schauen, wann hier mein Helfer natürlich dann hier also erscheint. Müssen wir natürlich das Ganze natürlich hier mal anschauen. Bin ja mal gespannt. Das ist immer so russisch Roulette mit dem Helfer. Ja. Ah ja, ja, er erscheint langsam, wenn wir hier sehen. Muss mal schauen, wirklich, dass ich das Feld noch ein bisschen kleiner kriege. Boah, geht die ab. Wahnsinn. Hin. Ah, ich wollte schon hier sagen, die fährt mir neu über den Haufen. So, jetzt wollen wir losfahren. Traum, würde ich mal sagen, hier nebenher fahren und abtanken. Auch nicht schlecht. Aber ob der Drescher dann mal leer wird, auch. Wie man hier sieht, eigentlich, da tut sich nicht viel. Ob ich dann da raufkomme, müssen wir mal schauen. Ich will dann einmal raufstechen. Aber zumindest wird der Hänger mal anständig voll. Dass also, dass das Input-Binding hier gesponnen hat. Da suchen wir uns jetzt einen Platz mal aus. Da stechen wir dann einfach rauf. Und dann haben wir es ein bisschen kürzer, würde ich mal sagen. Also würde ich mal sagen, ist ein guter Weg hier. Oh, keiner sagt was. Ich habe mein Schneidwerk mal gesenkt und eingeschalten. Für lauter Gas geben. Gas. Ja, jetzt geben wir mal Gas. Boah, der Tank auch bald mal leer. Ja, der hat jetzt schon 11 Stunden runter hier, der Drescher. 11 Stunden, brutal. Schon 11 Stunden hier auf dem Feld. Hätte jetzt nicht gedacht. Oh, wir haben schon kurz vor 12. Die Spielzeit mit der Realzeit kommt ja sogar noch hier gut rüber. Wahnsinn. Hätte jetzt nicht gedacht, muss ich sagen. Bei uns gibt es heute Wild. Hirsch. Habe ich gesehen, dass mein Schatz das rausgetan hat. Kühlschrank lag zum Auftauen. Oh.
lecker. Das ist wild. Jetzt eh die Zeit dazu eigentlich ist. Am besten noch mit Rotkraut und Servettenknödel, sowas in Richtung. Ach, da kriegt man ja richtig Hunger, muss man sagen. So, da fahren wir jetzt da so rüber. Also Ballenpressen, das Feld will ich eigentlich wirklich nicht, muss man sagen. Da kann man dann aussuchen, dass man immer dann die eine Seite rauf hat, dass man immer das Rohr in der Mitte hat. Würde ich mal sagen. Ich denke mal nach dem nächsten Abtanken, also dass wir den Drescher mal hier mal wieder mal waschen. Da sieht er wirklich aus. Oder ich warte noch, bis der mit dem Feld hier fertig bin. Ja, besser, wenn man mal wieder zu neuen Kunden fährt mit einem sauberen Drescher. Langsam aber sicher, würde ich mal sagen. Ich schiebe ihn zurück. Da muss man noch reden, dass ich da hier einen anderen Drescher noch bekomme. Ja, ein zweiter Drescher wäre ja echt cool natürlich. Das haben wir ja, würde ich mal sagen, gleich mal. Der Abfahrer, wie wir sehen, hier ist auch schon da. Wahnsinn. Ja, da merkt man eigentlich jetzt erst, wenn man so fährt, dass das auch gewaltig viel ausmacht, wenn man jetzt die dritte Spur fährt. Ja, mit dem Hin- und Herfahren ist das viel feiner so. Weiß nicht, wie man das in Wirklichkeit macht, aber ich glaube, in Wirklichkeit fahrt er ein, zweimal rundherum, wenn überhaupt. Und dann natürlich hier rauf und runter. Oder fetten Kreis, wenn das Häckseln tut. Aber da hat hier kein Häcksler. Mein Feld muss ich auch noch fertig machen. Könnt ihr euch noch erinnern, beim Hof habe ich noch ein Feld hier mit so einem kleinen Drescher zum Ziehen. Aber den muss ich auch mal irgendwie. Dann müssen wir schauen mal bei den Hühner, was die hier am Eier schon haben. So. Nach unten.
Gut, bin dann gleich mal voll. Da fahren wir schon mal hier das Rohr aus. Mal schauen, ob der jetzt mal antreibt. Oder auch nicht. Ich glaube nicht. Ich muss stehen bleiben. Ich stehe mal lieber ein bisschen zurück. So, vorsichtig, aber langsam, aber sicher. Jetzt schauen wir mal, wo der bleibt. Ja, ja jetzt. Ja, jetzt. Da geht der Rauch auf hier. Ja. Da. Er gibt ein bisschen viel Gas hier. Ja, da tut er ziemlich husten hier, der Mann. Oder M-A-N. Ja, einer. Ich sag halt Mann halt. Ja, ich habe euch, glaube ich, schon mal erzählt hier von Vizeleutnant, den ich hatte hier. Ja, der hieß Vizeleutnant Mann. Schauen noch mal auf den Wecker, wie spät wir es haben. Okay. Ja, also hier im Spiel, die Zeit geht minimal vor, aber nur minimal. Das sind ja nur 10, 9 Minuten. Wahnsinn. Auch weiter, mal schauen. So. Wäre ja cool. Nein. Er fährt einfach nur. Das war nur russisch Roulette, ein Glück. Jawoll, sagt er. Das Feld wird immer kleiner. Die Kundin hier, die Magdalena hier. Ja, also, die wird sich freuen. Dass er das Feld dann doch noch, also genug hier dann hier bestellen kann. Dann wird sie mich hoffentlich wieder weiterempfehlen. Weil die beste Werbung ist hier Mundpropaganda. Muss ich wirklich dazu sagen. Ist so. Ja.
ja, ich denke mal, das war's für diese Folge. Ich hoffe, ihr seid natürlich hier nächstes Mal wieder mit dabei, wenn es hier heißt, natürlich hier Lohnunternehmen Ballermann. Ja, also bis zum nächsten Mal. Euer Franz. Ciao, ciao.